Hallo und herzlich willkommen zu Crash Landing. Ja, meine letzte Folge ist leider in Arsch gegangen. Warum auch immer. Aber viel hatte ich auch noch nicht gemacht. Ich habe rechtzeitig abgebrochen. Im Grunde wurde der Baum abgebaut. Ich habe die Steine zerklopft, die ich hier reingepackt habe, die jetzt schon einige siffen. Und ich war gerade dabei, was zu essen zu machen, weil ich schon fast verhungert. Ich hatte mir jetzt auch schon Fruchtsalat gemacht hier oder Obstsalat, den ich jetzt mir reinziehe. Und dann hatte ich noch Apfelsaft. Und dann müsste es mir auch schon wieder gut gehen. Okay. Ja, leider ist mir die Aufnahme, wie gesagt, kaputt gegangen. War leider nicht zu retten. Aber es waren auch im Höchstfall, ich sag mal, 7 Minuten, die jetzt vergangen sind. Hatte Sand noch durchgesifft, in der Hoffnung, dass noch vernünftige Seeds dazu kommen. Warum nehme ich die? Es muss mir doch mal jemand sagen können, warum ich immer so einen Schwachsinn mache. Oh. Oh. Und zwar möchte ich jetzt die Sojabohne einpflanzen. Und irgendwas wollte ich noch mal. Ich wollte nämlich jetzt. Oh, wir haben doch noch Eisen. Wollte noch Fackeln machen. Fand ich noch wichtig. So, zack. Und Sojabohnen. Oh, eine Wachsmaschine, Sojabohnen. Schön. Haben wir noch zwei? Dann machen wir noch zwei Hose. Oder drei, man weiß es nicht genau. Zwei, drei. Ich würde sagen, machen wir drei, wo wir schon drei haben hier. Machen wir drei. Zack. Zack. Ja, weg. Ja. Haben wir hier irgendwie, wo ist meine Leuchte da? F7. 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 Es ist nichts zu sehen. Ich werde trotzdem ausleuchten. Nö, ist nichts da. Okay. Dann klaue ich mir hier noch einmal Sand raus. Den ich da hinten mit reinpacke. Wo ist er? Da. Und dann habe ich da auch noch Ralf. Und so, und zack. So. Aber noch irgendwo noch. Hallo! Das hat ja gerumst. Hier haben wir noch was Schönes rein da. Zack. So. Genau. So muss es sein. Nur mal wieder Ordnung hier in die Kiste bringen. Wie viel Eisen haben wir denn? Vier, acht mal. Naja, nicht genug. Echt nicht genug. Die wollte ich behalten. Dann können die Seeds weg. Könnte ich die Steine noch zerkloppen? Ups. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir wieder was questen können. Wäre auch mal interessant. Und Erde werde ich machen, in der Hoffnung, dass noch ein paar Seeds rauskommen.
Denke mal, Wasser haben wir erstmal genug. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir zu Nahrungsmitteln kommen. Denke mal, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Oh, ein zu viel. Was war das? Ach, er wieder. Oh. Junge, Junge, Junge. Was schreckt er mich so? Na, Smaragde haben wir langsam, aber wir bräuchten noch Diamanten. Ein paar Stück. Dann können wir mal die Pickaxe noch ganz machen. Die ist auch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Oh, machen wir gleich ganz. Machen wir gleich ganz, ganz. Schippe brauchen wir auch immer wieder. Schwert können wir dann auch gleich mal hier noch eingeben. Super. Den Sand wollte ich da noch reinpacken, ne? Sagt mir natürlich keiner von euch. Ich weiß wieder nicht warum. Warum spricht eigentlich nie einer von euch mit mir? So. Ein Baum. Dann können wir doch gleich hier wieder an die Arbeit gehen. Ach, da oben ist ja so ein Vieh. Uiuiui. Ja, du mich auch. Pock. Ich hasse diese Scheißteile. Da beschneidet man morgens einen Baum hier. Was passiert? Man wird hier fast abgeknallt. So ein Scheiß. Jetzt bräuchte ich aber Wasser. Ich denke mal, mein Camel Pack ist leer. Ja, und ein Pfeil im Kopf. Ach mein Gott. Ja. Gut. Hier müsste wieder Lies rein, aber da ist Wasser drin. Ja, das reicht erstmal. Ich möchte erstmal Sand haben. Oder Erde. Dies finde ich wichtiger. War voll, gut. Ja, mal wieder Reis. Naja, Reis haben wir genug. Reis ist nun nicht wichtig. Das ist die nächste Reisbude. Naja. Was konnten wir denn aus Reisbau machen? Wir hatten noch so schöne Sachen aus Reis, ne? Hatten wir auch hier sowas, das konnten wir auch irgendwie, konnten wir machen, genau. Wie war das jetzt? Das war so, das war so und das war so, ne? Ja. Packen wir mal das wieder hier alles zurück. Die Pfeile kann ich auch erstmal hier reinpacken. Dann mal satt essen hier. Gut.
Okay. Halbwegs gesund. Mal raus. Gut. Keiner, der mir jetzt in den Rücken springt hier. Da muss man ja aufpassen. Jetzt hat man plötzlich was im Rücken. Weiß gar nicht, wie einem geschieht. Früchte, Früchte, Früchte. Ist wichtig beim Überleben. Nichts wichtiger. Ui, ui, ja, weg. Ach, ich könnte hier mal ausmachen. Ein Creeper. Irgendwie seit meinem letzten Creeper-Knutschen habe ich ja ein bisschen Schiss vor den Viechern. Ich gehe nicht nochmal hin. Nee, nee. Ich lerne auch dazu. Nicht oft, aber manchmal. Eine Spinne. Ne, sag mal. Hast du denn gefressen? Gut, dann können wir mal hier ein bisschen freibuddeln. Ach, wir wollten ja auch noch. Ich weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme war. Die kaputt gegangen ist, aber ich wollte demnächst mal für die Pilze eine Höhle bauen. In der Hoffnung, dass sie da besser wachsen. Kann ja sein, dass sie da besser drin gedeihen, nicht? Weil mein Raumschiff werden die nicht viel größer. Oder der Platz ist zu klein, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich einmal ernten. Ich weiß es nicht. Hier ist der Rest. Dann gehen wir mal noch eins vor. Ja. Ja, das mache ich jetzt. Dann können wir genug wieder durchsippen. Ups. Mit weg. Wir brauchen Materialien. Weiß ich nicht, ob wir unbedingt hier von Dust noch viel brauchen. Davon haben wir wahrscheinlich viel zu viel schon. Ich denke mal, Diamanten wären wichtiger. Und hier kann ich nicht mehr viel wegnehmen, sonst brennt hier alles, wa? Gut, lasse ich auch. Und hier mache ich mal einen rein. Okay. Spart uns eh gleich im Arsch, brauche ich nicht noch rausgehen. Zack, kann ich nicht mal alles reinpacken. Oh, genau richtig gekommen. Aber wieder was zum Sieben-Hot. Nein, das Eisen möchte ich behalten. Dankeschön.
Steine haben wir auch eine ganze Masse. Was kann man mit den Limestone machen? Ich weiß es immer noch nicht. Ach Mann, ich will doch hier durch und nicht immer alles mitnehmen. Oh, die Samen packe ich erstmal da rein. Die Früchte können auch hier rein erstmal. Dann könnte ich mir schon mal zwei neue Scheren bauen, weil die halten nur sicher nicht mehr lange hier. Gut, nimmt wenigstens auch die kaputte. Das finde ich gut. Da ist noch einer. Gut, das ist gut. Wozu sind eigentlich diese komischen Dinger hier da? Blazer Power. Kann man damit irgendwas Tolles bauen? Gar nichts kann man damit machen, oder? Spawn Blazer, Blazer Head. Super. Alles Blödsinn, oder? Na gut. Tomaten. Meine ersten Tomaten. Aus einer Tomate gibt's. Oh, das ist aber knapp, oder? Das finde ich wenig. Jetzt mal so. Was ich mal machen wollte, ich wollte eine unendliche Wasserquelle bauen. Wollte ich schon eine ganze Weile machen. Wo machen wir die? Wollen wir die hier gleich machen? Oder wenn ich sie... Naja, ich bräuchte im Grunde weitere Felder. Diamanten, ein Fisch. Super. Ein Fisch. Hab noch nie einen Fisch gemacht, kann das sein? Oh, wird wieder Nacht. Oh. Komme hier theoretisch nicht mehr weiter. Eins, zwei, drei, vier. Und wenn ich den wegnehme. So. Ein, drei. So. Dann könnte ich in die Richtung wieder anbauen. Stimmt's oder habe ich recht? Und so. Warum ist sie nicht unendlich? Aha, okay.
Dann schmeiße ich die mal gleich wieder rein. Dann brauche ich noch einen Eimer Wasser. Hier kommt so viel Wasser nach. Komm, mach hier den auch noch voll. Also Wasser haben wir echt viel. Schön. Sehr, sehr schön. Die ist nicht unendlich. Gibt es in dem Spiel keine unendlichen Wasserquellen? Es waren nur drei Stück. Oh. Oh Mann. Okay. Noch Test. Ja. Also irgendwie komisch, oder? Was ist denn das hier für ein Scheiß? Ich verstehe das nicht. Ich verballer gerade mein ganzes Wasser hier an so einen Scheiß. Okay, jetzt habe ich so. Wenn ich jetzt hier rausnehme, habe ich es wieder nicht. Also sagt man, es gibt keine unendliche Wasserquelle. Ja, gibt's das halt nicht. Pech gehabt. So, aber die Folge ist um. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wäre ja schon fast wieder das nächste Mal tot gewesen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich sage Tschüss und Bye Bye. Lasst schöne Kommentare da. Gerne auch einen Daumen oben, wenn es euch gefallen hat. Ja, und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.